Es gibt genügend offene Baustellen. Das kann man sicher sagen. 6 Jahre, ich will jetzt keine Bilanz jetzt ziehen, ich will das vor der Bischofskonferenz machen und nicht vorwegnehmen, aber 6 Jahre sind kurz und lang. Was ist kurz, was ist lang? Das ist in unserer Zeit nicht so einfach. Wir haben in der Struktur der Bischofskonferenz einiges machen können. Natürlich der synodale Weg, auch die Fragen des Missbrauchs haben uns in den 6 Jahren begleitet. Das ist überhaupt keine Frage. Und das wird auch weiter ein Thema sein. So ist also manches in Gang gebracht, strukturell, was sehr mühselig ist, was man aber von außen nicht sieht, aber was wirklich also auch dazu führen sollte. Und ich hoffe, dass das ein Fundament für die Zukunft ist, dass die Entscheidungen schneller laufen, dass wir in der Bischofskonferenz klarer haben, was ist Sache der Bischofskonferenz, was ist Sache der Bischöfe. Die Bischofskonferenz ist ja nicht einfach die Oberbehörde der Bistümer. Das ist nicht immer das, was die Menschen von außen erwarten. Sie denken, der Kardinal Marx ist sozusagen der Chef, der kann den anderen Bischöfen sagen, was sie zu tun haben. Sie sind ja informierte Journalisten, wissen, dass es nicht so ist. Vielleicht hätte ich es gerne, aber es ist nicht so. Also insofern ist das nicht die Erwartung. Aber wie man das hinbekommt, dass auf der einen Seite klar ist, die Bischofskonferenz ist das wichtige Organ schon, aber sie hat keine Durchgriffskraft auf die Bistümer, die eigentlich die Evangelisierung, die Pastoral vor Ort machen müssen. Das kann ja nicht die Bischofskonferenz machen. Das ist ja Sache der einzelnen Bischöfe mit ihren Leuten. Aber wir können Impulse geben und das ist, glaube ich, vielfach geschehen. Aber längst nicht so, dass wir sagen könnten, wir hätten dieses komplizierte Ineinander von Subsidiarität und Solidarität, wo wir zusammenstehen müssen, einmütig sein müssen und wo jeder auch seine Verantwortung im Bistum hat, dass das immer ganz einfach so miteinander zu regeln ist. Da sollte die Struktur, und ich hoffe, dass sie dazu führt, des Verbandsrates, die Struktur der Bischofskonferenz eine Hilfe sein, dass wir dort besser zu Ergebnissen kommen. Aber das muss ich dann meinem Nachfolger überlassen, dass er vielleicht hoffentlich Früchte erntet, die wir gesät haben. Also ich bin nicht mehr dran und will dem neuen Vorsitzenden jetzt nicht schon bei meiner letzten Pressekonferenz ins Handwerk pfuschen. Also vielleicht nicht so gut. Es kommt auch darauf an, ob die gut zusammenarbeiten. Also da wäre ich schon sehr, sehr daran interessiert. Aber wenn es möglich ist, bin ich sehr, sehr dafür. Wenn es sich gut findet. Also es ist höchste Zeit, dass wir dort die Präsenz von Frauen in Führungspositionen, das habe ich ja immer wieder gesagt, auch in meinen Vorträgen, jetzt auch in Rom im Dezember, dass wir das vorantreiben. Ich sehe die Chance, dass wir hier einen Vorschlag auf den Tisch bekommen. Ich weiß nicht, ihr habt im Sekretariat jetzt daran gearbeitet, dass es einen sehr konkretisierten Vorschlag geben könnte. Und dann muss man natürlich darauf hoffen, dass sich da eine große Mehrheit der Bischofskonferenz dann auch darauf einigt. Wir haben im Ständigen Rat schon mal so eine Vordebatte geführt und dann nochmal im Hintergrund sehr gewichtige Gespräche in den letzten Wochen. Da war Vater Lange auch beteiligt bei mir im Haus, sodass ich glaube, dass wir da vorankommen können. Betzing den Bock. Ach so. Ja. Oder machen wir hier Corona? Ja, ich will schon.